Hallo zusammen, Vasilios Filippou mein Name. Ich bin hier diesjähriger Praktikumsleiter für die Versuche Umweltschutztechnik und auch Chemie-Bioingenieurwesen. Wir befinden uns hier am Campus direkt vor dem Ausgang bzw. Eingang der S-Bahn und hinter uns sehen wir das Chemiegebäude. In diesem kurzen Video soll es darum gehen, dass ich Ihnen die Praktikumsräume zeige, damit Sie wissen, wo Sie dann entsprechend hin müssen. Und los geht's. Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten, das Gebäude zu betreten und auch die Laborräume. Ich zeige Ihnen jetzt eine davon. Die Praktikumsräume befinden sich im ersten Stock des Pfaffenwaldrings 55. Das ist das gleiche Gebäude, das Sie auch vom Vorlesungssaal kennen. Sie können dann hier natürlich sowohl die Aufzüge benutzen als auch die Treppe, um in den ersten Stock zu gelangen. Erster Stock, hier wären wir auch schon. Und die Praktikumsräume können Sie hier finden, also gegenüber der blauen Aufzüge. Blau steht in dem Fall hier für Nord. Wir sind also hier im Nordteil des Gebäudes und hier vor der Tür Praktika Anorganische Chemie 1301 bis 1369. Hier sind die Praktikumsräume drin. Hier befinden wir uns derzeit noch in einem Vorraum der Praktikumsräume. Wir haben hier einmal den Raum 1301. Der wird zum Teil für Sie auch wichtig sein, weil hier drin wird die Ionenchromatographie, der Versuch der Ionenchromatographie stattfinden. Und hier werden Sie vermutlich auch die meiste Zeit Assistenten antreffen, wenn Sie da vielleicht irgendwelche Fragen haben oder auch um die Kolloquien zum Beispiel abzunehmen. Der sicherlich wichtigere Raum, das ist dieser Praktikumsraum hier. Also die Tür wird an entsprechenden Praktikumstagen hier immer geöffnet sein. Und ja, hier sind wir jetzt in dem Hauptpraktikumssaal, den Sie dann auch, in dem Sie dann auch hier die Versuche durchführen werden. Sie sehen, hier sind so einzelne Zeilen unterteilt. In jeder dieser Zeile können jeweils 4 Leute arbeiten. Ja, 2 auf jeder Bench-Seite. Sie sehen, hier sind auch Abzüge zu finden für entsprechende Versuche. Und ja, wir laufen jetzt erstmal einmal durch, damit Sie ein bisschen einen Überblick haben, wie die Praktikumsräume so aussehen. Sie sehen, hier bin ich gerade noch ein bisschen am Arbeiten. Und ja, das sind jetzt hier, wie gesagt, Ihre Praktikumsräume. Hier werden die Praktika stattfinden. Dann ein weiterhin wichtiger Raum ist hier hinten dieser Raum 1309. In diesem Raum hier werden die Elektrochemieversuche stattfinden. Und zwar einmal hier haben wir in dem Abzug das Gerät für die Polarographie. Das ist ein elektrochemisches Verfahren, das wird ja einmal hier stattfinden. Und hier in diesem Abzug, das ist jetzt hier noch nicht aufgebaut, hier wird die Zyklovoltammetrie stattfinden. Hier werden wir nämlich auch mit Hilfe dieses elektrochemischen Verfahrens, werden wir gewisse analytische Sachen untersuchen. Also das hier ist auch ein wichtiger Raum für Sie. So, was für Sie wichtig sein wird, sind diese Boxen, die Sie hier sehen. Die sind mitten im Praktikum aufgebaut und zwar bekommen Sie in jeweils 2er Gruppen bekommen Sie eine solche Box zugeordnet. Entsprechend werden Sie dann auch einen Schlüssel bekommen, um diese Boxen zu öffnen. Und in diesen Boxen drin, da sind so jegliche Glasgeräte und Laborgeräte, die Sie benötigen werden, um alle Ihre Versuche durchzuführen. Und ja, den Inhalt, den schauen wir uns jetzt kurz hier an. Da habe ich eine Box bereits hier rausgenommen. Sie sehen hier unterschiedliche Glasgeräte, wie beispielsweise ja, hier so ein Becherglas oder was haben wir hier? Hier haben wir so eine sogenannte Vollpipette.
oder auch Reagenzgläser in unterschiedlicher Größe. Und die entsprechende Liste, den Inhalt dieser Gerätebox, den werde ich als PDF im YouTube-Video unten verlinken, sodass Sie sich das anschauen können. Und bitte machen Sie sich auch bewusst, diese Sachen sind wertvoll. Hier sind entsprechend die Preise dieser Gegenstände aufgelistet. Das heißt, ja, wenn Sie da irgendwie was verlieren bzw. abhanden kommt oder wenn Sie da was kaputt machen, müssen Sie uns das hier entsprechend ersetzen. Also gehen Sie bitte vorsichtig mit den Sachen um. Was bitte wichtig ist, dass Sie diese Laborräume niemals ohne eine solche Schutzbrille hier betreten. Also Sie dürfen am allerersten Tag die Laborräume betreten ohne eine Schutzbrille. Die bekommen Sie dann von uns gestellt. Die finden Sie in dieser Glasgerätekiste, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Falls Sie einen Laborkittel benutzen wollen, können Sie das gerne wegen mir machen. Allerdings bekommen Sie den nicht von uns gestellt. Sie können den allerdings bei uns in der Fachschaft kaufen oder sonst irgendwo im Handel können Sie den erwerben. Aber wie gesagt, unsere Fachschaft bzw. Fachgruppe verkauft das auch. Da können Sie auch einfach hingehen und sich entsprechend einen holen. Was jetzt wichtig ist noch zu wissen, Sie bekommen, jede einzelne von Ihnen bekommt noch einen Spind. Diese Spinde sind nützlich, um Ihre privaten Gegenstände, die Sie dann während des Praktikumsbetriebs nicht bei sich haben dürfen. Beispielsweise irgendwie können Sie Ihren Rucksack oder Ihre Jacke oder was zu trinken, können Sie in diesen Spinden lagern und entsprechend abschließen. Und diese Spinde, die zeige ich Ihnen jetzt, weil die sind ein bisschen im Haus verteilt und es ist teilweise ein bisschen unübersichtlich, wo die stehen, aber wir laufen da jetzt mal zusammen hin. So, und zwar sind diese Spinde jeweils mit Nummern versehen und je nachdem, welche Nummer Sie bekommen, werden Sie hier, wir befinden uns jetzt hier im Aufzugstrakt des Südteils, Südteil erkennen Sie auch an der grünen Farbe und hier zum Beispiel, hier finden Sie solche Spinde, hier steht anorganisch-chemisches Praktikum für Umweltschutz und Verfahrenstechniker und hier entsprechend eine Nummer 839. Also wenn Sie zum Beispiel die Schlüsselnummer 839 bekommen, dann können Sie hier diese Spinde hier entsprechend nutzen. Weitere Spinde finden Sie dann weiterhin hier, einfach weiterlaufen von Nummer 820 bis 824. Dann noch etwas versteckter haben wir hier noch ein paar Spinde, die Nummer 815 bis 819. Hier sehen Sie auch wieder anorganisch-chemisches Praktikum für Umweltschutz und Verfahrenstechniker. Dann haben wir noch weitere Spinde, und zwar hier ums Eck. Wir befinden uns hier gegenüber vom Raum 1832. Und hier sind noch weitere Spinde, und zwar von der Nummer 805 bis zur Nummer 814. Sehen Sie hier anorganisch-chemisches Praktikum für Umweltschutz und Verfahrenstechniker. Das waren die Spinde, die im ersten Stock, also wir sind immer noch im gleichen Stock wie die Praktikumsräume. Wir haben allerdings noch weitere Spinde und zwar im Bereich ZG, Zwischengeschoss. Und da laufen wir jetzt mal hin. Also hier sind wir jetzt wieder zu den anorganisch-chemischen Praktikum, allerdings jetzt von der Südseite, von der grünen Seite hier aus gesehen. Hier kann man jetzt nochmal zu den Praktikumsräumen reinlaufen. Das sind die Räume, die wir bereits gesehen haben. Und wenn wir jetzt zum Zwischengeschoss laufen, dann können wir hier wieder das Treppenhaus nehmen. Im Zwischengeschoss, hier steht an der Tür Umkleideräume und Duschen. Das könnte vielleicht für Sie auch interessant sein. Hier können Sie nämlich auch duschen. Und hier finden Sie dann auch wiederum vermerkt Praktikum anorganische Chemie für Verfahrensingenieure und Umweltschutztechniker. Und hier sind auch nochmal die Nummern 511 bis 530. Das sind alles die Spinde, die für uns reserviert sind. Und auf der anderen Seite, wir gehen jetzt zur Ostseite, hier gibt es auch nochmal
Umweltschutztechniker Spinde, und zwar von genau 406, die Nummer 406, Praktikum anorganische Chemie für Verfahrensingenieure und Umweltschutztechniker bis 417 und dann noch weiter von 418 bis 429. Da müssen Sie, je nachdem welche Nummer Sie dann entsprechend bekommen, müssen Sie Ihren Spind zuerst suchen. Machen wir mal die 419 hier auf. Ja, dann sieht ein offener Spind so aus. Und das sind jetzt auch entsprechend diese Spinde, die Sie dann benutzen können, um Ihre Sachen abzuschließen während des Praktikumsbetriebs. Dann haben wir hier zwei Duschräume. Hier haben wir einmal eine Dusche. Ja, können Sie einmal duschen. Und dann haben wir hier entsprechend Waschbecken, wo Sie sich dann auch die Hände waschen können. Und wir haben eine zweite Dusche, nämlich hier. Auf der Westseite haben wir auch nochmal eine Dusche. Falls Sie duschen möchten, können Sie das gerne hier tun. Ich empfehle Ihnen möglicherweise schon, dass Sie einen zweiten Satz Kleidung mitbringen. Sollte das doch irgendwann mal zu einer Havarie kommen, dass Sie sich irgendwie was drüber schütten, sei es eine Säure oder irgendeine andere Substanz, dass Sie dann die Möglichkeit haben, sowohl hier zu duschen, als auch sich entsprechend dann mit frischer, trockener Kleidung wieder zu versorgen. Wir laufen jetzt wieder in die Praktikumsräume rein. Dann will ich noch auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar, wie müssen Sie sich auf dieses Praktikum vorbereiten? Als allererstes würde ich mal sagen, es kann nicht schaden, wenn Sie sich das Skript, das wird es auf Elias geben, durchlesen, damit Sie wissen, was in den entsprechenden Versuchen auf Sie wartet. Also das sollten Sie durchlesen. Dann bitte ist wichtig, dass Sie pünktlich zum Praktikum erscheinen. Ich werde Ihnen noch mitteilen, wann die einzelnen, wann Ihre konkreten Praktikumszeiten sind. Da ist es wichtig, dass Sie bitte pünktlich kommen, weil die entsprechenden Kolloquien, die werden in den Gruppen durchgeführt und dann ist es natürlich schlecht, wenn, wenn man auf eine Person warten muss. Als drittens wird es Kolloquien geben. Und diese Kolloquien, die sollen dienen, dass wir überprüfen können, inwieweit Sie sich auf den Versuch vorbereitet haben. Sie sollten nämlich schon wissen, was Sie da in etwa tun werden und sich entsprechend darauf vorbereiten. Das werden Sie mit den Assistenten zusammen durchgehen. Das wird je nach Assistent zwischen 10 bis vielleicht auch sogar 30 Minuten dauern. Sie können allerdings auch Fragen stellen, also falls Sie da etwas nicht verstanden haben, dann ist das Kolloquium so gemeint, dass Sie nicht nur geprüft werden, sondern falls Sie dann vielleicht irgendwas unklar ist, dann bitte entsprechend auch Fragen an die Assistenten stellen, weil ich habe die Assistenten auch so gebrieft, dass sie dann entsprechend auf Fragen vorbereitet sind. Dann als viertes werden Sie entsprechend die Versuche durchführen. Und Sie werden dann entsprechend auch protokollieren. Also während des Versuchs, was für Beobachtungen wurden gemacht, welche Daten wurden erhoben. Sie werden das, also es kann nicht schaden, dass Sie da entsprechend Stift und Papier mitnehmen zum Praktikum, damit Sie das festhalten, was Sie da machen. Dann werden Sie Protokolle anfertigen. Wie die genau auszusehen haben, das werde ich Ihnen auch noch zeigen. Das wird auch im Skript beschrieben sein. Also Sie werden die Protokolle schreiben müssen. Und dann werden Sie die Protokolle abgeben bei den Assistenten, Protokollabgabe. Und gegebenenfalls werden Sie diese Protokolle auch korrigieren müssen. Also je nachdem, was Ihre Assistenten dann von Ihnen verlangen. Wichtig in dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Protokolle bitte am nächsten Tag, am nächsten Praktikumstag abgegeben werden sollten. Sprich, Sie haben
einen halben Tag Zeit, hier die Versuche durchzuführen. Und die zweite Hälfte des Praktikumstags ist dafür vorgesehen, dass Sie A, die Protokolle anfertigen und sich entsprechend mit dem Skript oder Videos, dass Sie sich auf den nächsten Praktikumstag vorbereiten. Und ja, sobald Sie das gemacht haben und die Unterschrift für die Protokolle von den Assistenten bekommen haben, dann können Sie zu den Assistenten hingehen und Ihre Laufzettel unterschreiben lassen. Und dann ist der jeweilige Praktikumstag für Sie abgeschlossen.